Und ein neuer Tag. Genau. Mit welchem Thema? Wir begrüßen euch zum Thema Auf der Suche nach Glück und Gesundheit, die Wissenschaft des Lebens. Oh. Ist das einfach oder schwierig? Im Grunde genommen ist es ganz einfach. Aber es fällt uns trotzdem manchmal schwer. Und die Wahl dieses Themas war einfach aus der Idee, dass wir alle immer wieder nach Glücklichsein streben. Wir möchten glücklich sein. Wir spüren ganz intuitiv, nämlich alle, dass wir im Grunde genommen geboren sind zum Glücklichsein und nicht zum Leiden und zum Schmerz und zum Traurigsein. Aber dass vielleicht das, was uns schwer fällt, eben uns vielleicht schwer fällt, weil wir das Potenzial, wenn wir das transformiert haben, dahinter noch nicht erkennen können. Und darum haben wir heute einige Referenten eingeladen wieder. Wir freuen uns sehr auf alle. Und ich glaube, jeder Einzelne, der heute kommt und hier spricht, hat was Wichtiges mitzuteilen. Und ich bin auch überzeugt, dass jeder sicherlich mindestens einen Satz findet, der bei ihm anklingt. Und ich denke immer, und wenn nur etwas, ein Körnchen, bleibt von dem, was man hört, und man das für sich anwenden kann, um etwas in eine positive Richtung, Richtung Glücklichsein bringen kann, dann hat sich das gelohnt. Ja, eigentlich die Natur ist immer glücklich. Ne? Wie macht sie das? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, weil die Natur einfach den Moment lebt. Und annimmt. Annimmt, ja. Und wenn sie den Moment lebt und annimmt, dann hält sie sich nicht in der Vergangenheit auf und auch nicht in der Zukunft. Und ich denke, wir halten uns schon sehr oft in der Vergangenheit auf. Oder aber wir richten unsere Aufmerksamkeit in die Zukunft und können im Jetzt nicht glücklich sein, weil wir denken, ja, wenn dann das so ist oder wenn dann das gekommen ist, dann bin ich glücklich. Oder wir wollen den Moment festhalten, ja, und besitzen oder befehlen und dann verpassen wir das nächste Glückmoment. Genau, genau. Ja, ich glaube, da gibt es so viele Wege zum Glück. Und ich denke auch, unser ganzes Leben ist die Wissenschaft des Lebens. Und ich glaube, wenn wir uns für das Leben an sich interessieren, dann sind wir alle Wissenschaftler. Weil wir machen uns stetig Gedanken über das, was wir erleben und was wir damit anfangen können. Wir haben unsere Emotionen, unser emotionales Feld, das uns auch immer wieder spiegelt, was wir gerade erleben oder erlebt haben. Und so denke ich, das Leben ist eine Wissenschaft, aber eine Wissenschaft des Herzens, weniger mental alleine gemeint, sondern mehr so, ja, das Herz und die Gedanken zusammenkriegen. Ich glaube, es braucht beides, weißt du? Man sagt immer, ja, du musst die Gedanken ganz ausschalten und nur auf dein Gefühl hören. Es hat eine Wahrheit. Andere sagen, ja, das Gefühl trügt dich, du musst im Kopf sein. Hat auch eine Wahrheit, aber ich sage, der Kopf muss ins Herz kommen. Und wir müssen über das Herz verstehen lernen. Und dazu braucht es auch unseren Intellekt. Es braucht auch die Fähigkeit zu verknüpfen. Und für mich ist der Gedankenkörper nichts Hinderndes oder Negatives, sondern ich versuche dort mehr so diese göttliche Intelligenz zu finden. Also ich meine, das ganze Leben basiert auf dieses Gleichgewicht, weiblich, männlich, oder? Intellekt, Gefühl. Und wenn das zusammenkommt, wenn wir nicht mehr streiten gegeneinander sozusagen, oder? Dann kommen wir wahrscheinlich auf die wirkliche Wissenschaft. Aber du hast denn das Schlüsselwort schon gesagt und gegeben.
Zum Glück gibt es viele Wege zum Glück. Genau. Also wenn du eine verpasst, nimm den Kommt nächsten. Kommt der nächste. Super. Und Natur ist Wissenschaft. Genau. Mehr als wir glauben. Und ja. So die Momente des Glücks nicht zu verpassen, genau. Ist Wissenschaft. Richtig. Denn die Wissenschaft haben wir nicht erfunden, sondern die Natur. Genau. Darum sage ich ja auch manchmal, ja, hört mal, der spirituelle Weg und die Wissenschaft, die haben nichts gegeneinander. Es ist nur unsere Vorstellung. Ich denke auch, dass wissenschaftliche Studien zum Beispiel durchaus das Gleiche meinen können, wie das, was wir meinen, wenn wir durch unsere geistigen, spirituellen, intuitiven Erfahrungen gehen. Nur haben wir eine andere Sprache. Und vielleicht müsste man eine Sprache finden, die beiden gerecht wird. Also ich habe das gestern das so gesehen, habe ich gesagt, ich bin ein Materialist. Ne? Und ich bin nicht spirituell. Weil wenn ich Spirit bin, erschaffe ich Materie. Natürlich. Und das heißt, immer, so wie die Konferenz von gestern, wenn wir Visionen haben, wir erschaffen dann durch diese Visionen. Klar. Das heißt, der Spirit erschafft Materie und der Beweis, der Spirit ist überflüssig, weil wir unsere Visionen verwirklicht haben. Genau. Ne? Und dann brauchen wir natürlich, wie du sagst, dann ist wichtig, diese Vision mitzuteilen und da brauchen wir ein Intellekt und nicht, ich habe das so, da brauchen wir ein scharfes, klares, wunderbares Intellekt, um die Brücke zu bauen zu den anderen. Richtig, aber um dann in diese Klarheit zu kommen, in der Kommunikation, braucht es eben einen gewissen Frieden mit unserem emotionalen Feld wiederum. Ja. Und darum denke ich, es gibt viele Wege oder es gibt so viele Wege, wie es Wesen gibt. Und darum denke ich auch, im Grunde genommen, wenn ein Thema auftaucht, spielt es gar keine Rolle, ob du jetzt im Körper anfängst, dieses Thema zu bearbeiten, durch Körpertherapie. Du wirst durch Körpertherapie auf jeden Fall auch auf das emotionale Feld stoßen und den geistigen Hintergrund, auf die Suche nach deinem Lebenssinn gehen. Oder du beginnst mit Energiearbeit und du wirst am Schluss merken, dass du auch am Körper ankommen musst. Oder du beginnst mit Mentaltraining und merkst auch dort, dass die anderen beiden Elemente dazukommen. Oder du beginnst über eine Philosophie oder vielleicht auch über eine Religion und merkst auch dort, dass es letztlich dahin führt, dass du das alles zusammenbringen sollst. Dass der Körper, der Geist, die Seele, dass der Intellekt, alles zusammengehört. Und wenn wir das schaffen, diese Ablehnung den einzelnen Aspekten gegenüber loszulassen und all diesen Aspekten unseres Wesens Raum geben. Ich glaube, dann können wir in dieser Klarheit sprechen und können das, was intuitiv reinkommt, weil das kommt ja als Energieform rein, auch übersetzen. Das ist ja der Punkt. Ja. Energie ist Schwingung, Klang, Farbe, Gefühl. Und wenn das kommt, wenn wir uns dafür öffnen, müssen wir dafür Worte finden oder Klänge, andere Klänge, Gesang oder Malen, wie du das ja auch machst mit deinen Bildern, oder? Also wir müssen das zusammenbringen und darum finde ich so toll, diese Konferenzen. Ja, ja. Weil da kommen viele aus verschiedenen Gebieten, oder? Und es kommt mehr Sonne, muss ich um die Kameras regulieren, aber ist egal, ich sage es dann. Das ist gut, wir bleiben. Genau. Das ist gut. Ja, weil das, Wir können, die Natur macht mit. Genau. Das Licht kommt rein. Genau. Weil alle diese Momente, die du beschreibst, also dieses Glücksgefühl ist in jeder dieser Aspekte. Und wichtig, wir können das integrieren, alles was du sagst, wenn wir in all diese Aspekte das Glücksgefühl nicht verpassen. Genau. Das Glücksgefühl ist vielleicht, ist das jetzt. Es ist der Moment, jetzt glücklich zu sein mit dem, was jetzt ist. Und ich glaube, dass ich selbst erlebt habe, oft, wenn ich all diesen Aspekten meines Wesens den gleichen
Raum gebe, das heißt die gleiche Wertschätzung, dann fühle ich mich glücklich. Das heißt, ich kann nicht glücklich sein gestern oder morgen, sondern Glück hat immer jetzt mit dem Annehmen, was jeder Tier und Pflanze macht, mit dem Annehmen des Moments. Genau. Ah, können wir das jetzt? Oder später vielleicht? Ich glaube, wir sind dabei, es zu lernen. Ich denke, alle diese vielen Wege, diese vielen auch Heilmethoden oder auch die Psychologie und alles sucht im Grunde nach dem Weg zum Glück. Und letztlich, glaube ich, finden wir alle, dass es im Moment stattfindet. Und das bedeutet für mich auch wenn ich traurig bin, glücklich zu sein, weil ich diese Trauer annehme im Moment und dieses Gefühl durchlebe, weil ich keinen Widerstand mache. Und durch dieses Annehmen und Durchleben weiß ich auch, dass die Trauer abfließt durch das, dass ich sie annehme und lebe. Und dass danach die Sonne wieder scheint. Oder? Ja. Wenn ich pensioniert bin, werde ich glücklich sein. Vielleicht das Warten auf die Pensionierung macht glücklich. Oder das Warten auf einen Partner. Ich warte auf den Partner und wenn er komme, werde ich glücklich sein. Aber das Warten als Glücksmoment empfinden. Ja, ich denke, wenn du aufhörst zu warten auf einen Partner und einfach den Moment lebst und im Moment glücklich bist, bist du dann kommt der Partner. Vollständig, ja. Dann hast du keinen Mangel, den du aussendest. Und dann kann er kommen, weil er dann als Partner kommt und nicht als Lückenfüller. Mhm. Dann kommt die Partnerschaft, die du dir wünschst und nicht etwas, was durch eine Projektion entstanden ist. Oder? Also das habe ich selbst erlebt, in der Zeit, wo ich 5 Jahre wirklich ganz alleine war. Und natürlich gab es Momente, wo ich mich nach einem Partner gesehnt habe, vor allem zum Beispiel an der Hochzeit meines Sohnes, auf diesem Foto, er und seine wunderbare Frau und ich stehe hier alleine daneben und ich schaue dieses Foto an und spüre, es fehlt etwas, der männliche Partner für mich, oder? Und wenn ich dann nach Hause gehe, also ich bin dann nach Hause gekommen, habe mich hingesetzt, hat mir im Grunde genommen nicht in dem Moment das so sehr gefehlt, sondern in dem Moment, als ich dann Zeit hatte, darüber nachzudenken, weißt du? Und ich spürte, ich habe jetzt niemanden, mit dem ich das noch nachträglich teilen kann. Es ist niemand da mit mir in dieser Wohnung, mit dem ich noch darüber sprechen kann, der kann sagen, ach, es war schön. Das meine ich, oder? Und in dem Moment, wo ich weiß noch gut, ich hatte eine Meditationsschule und habe dann eine Meditationvertiefung gegeben, das ist eine sehr stille Meditation, eine Kombination zwischen buddhistischer Meditation und westlicher Meditation, bekam ich plötzlich diesen Zustand von totaler innerer Fülle, Zufriedenheit. Und in dem Augenblick spürte ich, du, dieser Partner ist schon längst da. Mhm. Du lebst diese Partnerschaft schon. Mhm. Auf einer anderen Frequenzebene existiert die schon. Sie ist nur noch nicht in deine physische Realität gekommen. Mhm. Und das war der Augenblick, wo ich aufgehört habe zu warten und 6 Monate später war er da. Ja, und wir sind immer noch glücklich. Ja. Das ist ein Beispiel von vielen. Aber wir haben ja auch jetzt noch das Thema, was ich mitgebracht habe für heute. Und ich habe da so das Thema gewählt, bestimmen eigentlich unsere Gene mit, ob wir uns glücklich fühlen, ob wir uns gesund fühlen. Ich spreche jetzt von gesund fühlen, denn was ist eigentlich Gesundheit? Ich würde gerne kurz stoppen und dann, dass wir, dass ich gleich einen Schnitt habe und den mal rein. Also. Das Licht. Genau.
Wir sollten dabei sein, ne? Ja, gerne. Da weißt du, wenn das Licht ein bisschen reinscheint, macht das auch nichts. Hm? Ja, ja, ja. So, das ist nochmal so ein Titel. Ja. Jetzt. Okay, ich begrüße euch jetzt mit Jay zusammen zu meinem Beitrag für das heutige Konferenzthema. Wir haben das in der Begrüßung schon ein bisschen angesprochen. Ich möchte darüber sprechen, ob vielleicht auch unser genetisches Erbe mitbestimmt, ob wir glücklich sind, ob wir Glück empfinden, ob wir uns als gesund empfinden. In meiner vielen in den vielen Jahren, in denen ich schon tätig bin, im Bereich Heilung, Intuition und so weiter, habe ich viele Menschen kennengelernt und viele, viele Geschichten gehört. Ganz, ganz schwere Geschichten, leichtere Geschichten. Und ich habe mich manchmal gefragt, warum manche Menschen, wenn sie erzählen, wenn wir die Familiengeschichte hören, so viel mehr Glücksmomente erleben als andere. Oder warum manche Familienstrukturen, Familienverbände, Gruppen so viel schwere Erlebnisse haben, schwerer als andere. Ich glaube, man fragt sich das manchmal, wieso hat es gerade diese Familie so viele schwierige Dinge durchgemacht? Und warum gibt es Familien, die einfach quasi Glückskinder sind? Ja. Und im Laufe meiner Tätigkeit über diese vielen Jahre kam ich immer mehr darauf, dass viele Informationen in unseren Zellen sind, in unserem Zellgedächtnis oder auch Zellbewusstsein, kann man sagen. Mittlerweile ist ja auch schon die Wissenschaft, die Medizin darauf gekommen, dass wir ein Zellbewusstsein haben, dass jede Zelle in sich sich selbst bewusst ist und halt auch Informationen aufnimmt. Und diese speichert als Erinnerung. Und je nachdem, wenn irgendetwas kommt, was diese Erinnerung aktiviert, reagiert die Zelle. Wenn nun aber Zellen ein Bewusstsein haben, dann denke ich, haben auch unsere verschiedenen Ebenen diese Fähigkeit zu speichern. Wir haben ja auch einen Emotionsraum, also einen Emotionalkörper, kann man sagen. Auch dieser speichert alle Erfahrungen ab. Auch unser Mentalkörper, unser Gedankenraum speichert ab. Oder? Und manche sprechen auch noch vom Spiritualkörper. Ich sehe den Spiritualkörper als einen Raum, der im Grunde genommen in seiner Schwingung so ist, dass er zwar alles abspeichert, aber auch das Bewusstsein hat, das, was er gespeichert hat, einzuordnen und zu transformieren. Also ich gehe davon aus, alle unsere Ebenen bis in die Zellebene hinein kommunizieren miteinander. Und das ist ja schon bei der Zeugung so, weil während der ersten Zellteilung, der Entstehung eines Menschen, bereits dieses Bewusstsein da ist und diese verschiedenen Ebenen, also eine Zelle, eine Zellteilung, eine erste Teilung, hat bereits einen emotionalen Raum, einen mentalen Raum, einen spirituellen Raum und das Zellbewusstsein. Und wenn wir jetzt schauen, da ist die Eizelle der Mutter, die Samenzelle des Vaters,
Es sind Zellen dieser Menschen. Also beinhalten diese Zellen alle Erfahrungen, die die Eltern gemacht haben, als Erinnerung. Ja. Ja. Welche dann auch zum Resonanzfeld wird, logischerweise. Diese Eizelle und diese Samenzelle, die hat ja nicht nur das Zellbewusstsein, sondern eben auch all diese Räume, emotional, mental, spirituell. Und wenn diese beiden zusammenkommen und es zu dieser Zellteilung führt, zu dieser ersten, und die Seelensubstanz einfließt, um den Zellen die Form vorzugeben, die sie annehmen, die ideale Form für diese Seele, die inkarnieren möchte, in diesem Augenblick ist eigentlich eine Trinität, die entsteht. Die Seele, die alle ihre Erfahrungen, ihr Wissen mitbringt, ihr Potenzial, ihr Können, die diesen Augenblick gewählt hat, bewusst, weil sie weiß, dass dieses genetische Material, kann man sagen, von Vater und Mutter und natürlich demzufolge auch von der ganzen Ahnenreihe von Vater und Mutter, denn diese Eizelle und diese Samenzelle haben ja auch Erinnerungen der Großeltern, also das heißt der Eltern von ihnen und weiter und weiter. Es ist ja ein fortlaufendes Wachstum mit jeder Inkarnation, die in einer Familie stattfindet. Diese Seele hat also bewusst gewählt, in diese Familie hineingeboren zu werden, weil das die ideale Konstellation ist, diese Trinität. Die Linie des Vaters, der Mutter und das, was die Seele mitbringt. Das fließt alles zusammen. Und in dem Moment ist es auch klar, dass auch ein emotionales Erbe da ist. Dass zum Beispiel, man kann ein Beispiel, angenommen, in einer Ahnenreihe ist eine Geschichte drin, wo jemand ertrunken ist. Das hat ein enormes Trauma ausgelöst. Zum einen bei dem, der ertrunken ist, dessen Seele weitergeht mit dieser Erinnerung, aber auch in seiner Familie. Dieses Trauma, diese Erfahrung ist hineingeschwungen in alle Ebenen. Und jetzt kann es sein, dass vielleicht 5 Generationen später ein Kind inkarniert, welches sich vorgenommen hat, quasi diese Erinnerung zu heilen. Was geschieht? Es kommt also zum Beispiel zum ersten Mal mit den Eltern in ein Schwimmbad zum Beispiel oder an einen See. Man geht normal an die Sache ran, geht mit dem Kind rein und das Kind bekommt Panik. Dann fragt man sich, wieso? Es hat doch nichts erlebt in diesem Leben, was diese Panik auslöst oder diese Angst vor dem Wasser, vor der Tiefe. Man fragt sich, ja, man liebt ja das Kind, man hat das Kind im Arm, man möchte es ja beschützen, warum spürt dieses Kind das nicht? Es ist einfach, weil diese Erinnerung in der Zellebene angesprungen ist, das hat Stress ausgelöst, dann ist die Erinnerung vom Emotionalkörper wach geworden, also diese emotionale Erinnerung der Ahnenreihe, die mentale Erinnerung, die Überlegung, das ist gefährlich, obwohl das Kind eigentlich gar nicht wissen kann. Als ganz kleines Kind ist jetzt das gefährlich. Ja. Also so, wenn wir das so normal betrachten. Trotzdem springt das alles an. Und es kann sich eine Tiefenangst entwickeln, die so groß werden kann, wenn es nicht früh als Kind vielleicht schon wieder gelöst wird, dass dieser Mensch zum Beispiel nie wie andere glücklich am Meer oder am Wasser sein kann und sich wohlfühlen kann und so weiter. Oder? Wenn jetzt aber die Eltern ein Bewusstsein dafür entwickeln und intuitiv spüren, da ist etwas Altes, das ist gar nicht die Situation jetzt. Oder? Und dann auf die Suche gehen nach dieser Geschichte, und das kann auch intuitiv geschehen, weil vielmals sagt man ja, ich weiß gar nichts über meine Ahnen, ich kann gar nicht
Ich kenne keine solche Geschichte. Aber es geht, glaube ich, nicht darum, ob man jetzt das wirklich weiß, ob das geschehen ist irgendwann vor 100 Jahren, sondern es geht darum, dass die Eltern dann intuitiv in sich hineinfühlen können und mit dieser Angst arbeiten. Das heißt, sie erst einmal annehmen und atmen. Weißt du? Nicht sagen, du spinnst oder... Genau. Annehmen dieses Kind, annehmen mit dieser Angst, aber auch ihre eigene Angst darin erkennen. Ja. Auch das annehmen und transformieren und dann diese Angst sozusagen auflösen. Ja. Zu innerlich wie in die Kommunikation zu gehen mit dem Kind und zu sagen, schau mal, das ist deine alte Angst, die du in dir hast, die nichts mit deinem Leben hier zu tun hat. Sondern das ist eine alte Geschichte, du brauchst diese Geschichte nicht mehr zu durchleben. Und vielleicht auch sagen, wir sind als Eltern stark genug, dass wir das lösen können. Du musst es nicht für uns lösen. Das ist jetzt ein Beispiel. Schönes Beispiel. Ja, ja. Oder? Was ich auch manchmal erlebt habe, dass manche Familien sehr viel Verlust erleben. Dass sich Dinge wiederholen über Generationen, wo man sich fragt, woher kommt das? Sei es Krankheit oder Ereignisse? Weißt ja, Erbkrankheiten. Ne? Genau, zum Beispiel. Ich denke auch diese Erbkrankheiten, es sind einfach Informationen, die in der genetischen Ebene, das heißt im genetischen Material drin sind, als Möglichkeit. Aber es ist nur eine Möglichkeit. Ja. Und wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir, der Vater hat Diabetes und der Großvater hat das auch gehabt, zum Beispiel. Und ist es dann zwingend, dass dann der Enkelsohn des Großvaters also das auch bekommt? Ich glaube, es ist nicht zwingend. Es ist wie bei uns. Also ich sehe das Wort Erbe, dann kann ich die Erbkrankheit sehen oder die Erbschaft. Und jeder hat das Recht zu sagen, ich nehme sie nicht an, die Erbschaft, ja, oder ich nehme sie an. Nur eben, wir sind gewohnt, deswegen das mit dem Glück. Zum Glück entscheide mich für eine Erbkrankheit. Für ein Erbe. Ja. Und das, was man Krankheit nennt, kann es auch Glück sein, wenn ich auch ganzheitlich die Erbschaft sehe. Genau. Wenn ich jetzt sagen wir, ich wäre jetzt in dieser Situation und ich sehe, wie es dem Vater nicht gut tut mit dem Diabetes und so weiter. Wenn ich jetzt ständig beginne zu denken, ja, ich will auf keinen Fall diesen Diabetes kriegen, dann bin ich ja in einer Art Ablehnungshaltung. Das heißt, ich lehne etwas ab, was zu mir gehört. Ich meine nicht den Diabetes als Krankheitsform, die zu mir gehört, aber diese Möglichkeit und natürlich in dem Sinne auch die Ahnenfolge. Und sobald ich ablehne, trenne ich mich nicht nur von dieser Möglichkeit ab sozusagen, sondern von all den Chancen, die sie beinhaltet, von der ganzen Qualität. Ich könnte mir aber auch überlegen, welche gefühlsmäßigen Zustände oder wie hat der Vater gelebt, was hat das mit der Bauchspeicheldrüse zu tun? Was hat das mit dem Diabetes zu tun? Ich glaube, dafür muss man kein Mediziner sein und auch nicht wahnsinnig ausgebildet sein, sondern man kann einfachste Überlegungen machen. Zucker ist süß. Ich mache jetzt ganz einfach, ganz brachial. Zucker ist süß. Wenn man Diabetes hat, reagiert der Körper empfindlich auf Süße. Er kann es nicht verarbeiten, weil er nicht genug Möglichkeiten hat von der Bauchspeicheldrüse her oder mit diesem Insulin, um diesen Zucker
aufzuspalten und richtig zu verarbeiten. Dann kommt er quasi in eine Überzuckerung, oder? Oder aber in eine Unterzuckerung, was auch immer. Was heißt das für mich? Süße, die Süße des Lebens. Vielleicht ist der Vater jemand, der wahnsinnig viel hineingegeben hat in die Familie, der sehr viel gearbeitet hat in seinem Leben und vielleicht die Süße des Lebens dadurch nicht so leben konnte, wie er es vielleicht gewollt hätte. Vielleicht gewisse Dinge nicht so verwirklichen konnte, seine Träume, oder? Und wenn ich das sehe, kann ich noch weitergehen. Wie war denn der Großvater, der Vater des Vaters, oder? Ja, weil ich denke, er kann, wenn der Vater jetzt ist, Glück lauert überall. Ja, verpasst, lauert, das ist gut. Verpasst einen Moment und geht ins Leiden, weil er den Moment kontrollieren möchte. Mhm. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, den Vater zu erlösen, indem wir dieses Glücksmoment jetzt erleben, was in meinem genetischen Code auch gespeichert ist. Und dann werde ich auch Vater auflösen und eventuell die ganze Reihenfolge. Das heißt, wir haben immer die Möglichkeit, auch Vater zu heilen und uns wieder, indem wir dieser Glücksmoment, was du richtig gut begonnen hast, jetzt fühlen, er hatte sich fürs Festhalten, Leiden oder nur Arbeiten und das, die Glücksmomente, die kostenlos sind, die sind da, einer ist da, einer ist hier, hier ist eins. Und da können wir diese Erbschaft annehmen und nicht das Leiden, was geschehen ist, oder das Leiden als transformieren, indem wir diese Erbinformation jetzt die Glücksseite sehen oder das verpasste Glück. Und dann geht es natürlich auch auf Fahrt auf alle Ebenen. Ne? Das heißt, wir haben schon immer die Möglichkeit, sowohl uns zu erinnern, weil es auch in unser System gespeichert ist. So, Erbinformation ist es nicht nur für das Schlechte, Erbinformation ist auch für das Gute. Gut, klar. Und deine, so wie du das, die mentale und die emotionale, das hast du sehr gut, diese Einteilung, dass all diese Informationen mitkommen. Ne? Ja. Und das wissen alle, dass es so ist, weil wir verhalten uns so und die Völker verhalten sich. Ja. Ich denke, das ist klar. Ne? Ich meine, gerade dort, wo man sagt, nie werden wie der Großvater zum Beispiel oder wie der Onkel. Mhm. Oder wir sollten uns mehr zuhören, weil das, was wir gerade so nie nicht wollen, ist genau das, was wir vielleicht anschauen sollten. Und es muss nicht einmal sein, dass jetzt zum Beispiel dieser Vater sein Glück gar nicht gelebt hat, aber vielleicht war es nur ein Bereich, weißt du? Ein Bereich, der vielleicht von klein auf nicht richtig zum Zuge gekommen ist. Es kann ja auch sein, dass dieser Großvater, der Vater des Vaters, vielleicht jemand war, der nur seine eigenen Bedürfnisse erfüllt hat, das Kind gar nicht wahrgenommen hat, die Mutter auch nicht. Also hat dieses Kind das verinnerlicht und gesagt, nie so, und hat zum Beispiel das Gegenteil gemacht, oder? Also, ich sag's manchmal so, ne? Der Großvater hat Glück gespart, für mich auf ein Bankkonto gestellt, und jetzt habe ich die überhöhte Möglichkeit, Überglück zu empfinden, weil er es für mich gespart hat. Ja. Und ich denke wirklich, dass es mittlerweile, also auch von der Wissenschaft, das weiß ich auch, dass sie das mittlerweile anerkennen, dass emotionale Erfahrungen der Ahnen tatsächlich über viele Generationen noch wirksam sind in den Zellen, dass sie sogar abgerufen werden können. Ja, das sind die ganzen Völker, die nehmen alle diese Informationen mit. Ne? Die Japaner, die Chinesen, alles, was an Emotionen
geschehen ist, die Deutschen oder die Italiener, die Holländer, also da braucht man wirklich keine Wissenschaft, um das festzustellen. Ne? Das ist eine Tatsache. Ja. Und da erlebe ich jetzt in der Arbeit mit Menschen wirklich ganz, ganz große Veränderungen. Mhm. Wenn ich durch Gespräch zum Beispiel, durch das richtige Fragen stellen, so ein bisschen führen kann, dass derjenige, der da ist, wie selbst darauf kommt, oder? Plötzlich, ah ja, klar, ja, meine Tante, die hat das auch gehabt und so. Und dann kann man wieder fragen, ja, und was hat das dann ausgelöst? Zum Beispiel bei der Schwester der Tante oder bei der Mutter oder bei dir. Und so bekommt man dann ein Bild über all die Ebenen, weil es bei jedem etwas anderes ausgelöst hat. Der eine ist mehr emotional beteiligt gewesen, der andere mehr mental, der andere mehr körperlich, durch körperliche Probleme und so weiter. Und dann kommen wir wieder dorthin, das Zusammenführen. Und wenn dann verstanden wird von dem, der gerade da ist und das auflösen möchte, was eigentlich dazu geführt hat, dann kann er sich annehmen in dem Zustand, wo er ist. Ich sage immer, das ist der Zustand des Mitgefühls. Wenn ich begreife, warum ich so bin, wie ich bin, dann höre ich auf, mich zu verurteilen für das, wie ich gerade im Moment bin. Ich beginne ein Verständnis zu entwickeln, ein Selbstverständnis, kann man sagen. Und durch dieses Verstehen meiner selbst gehe ich heraus aus dem Selbstmitleid und beginne empathisch zu sein zu mir selbst. Also ich beginne ein echtes Mitgefühl, ein Einfühlungsvermögen zu entwickeln. Und wenn ich mich einfühlen kann, wenn ich Mitgefühl empfinde für meinen Weg, den ich gegangen bin, dann kann ich mich umarmen und Heilung annehmen. Und nur dann, wenn ich mich wirklich so annehmen kann, wie ich bin. Also ich komme dann nicht, weil ich mich verändern möchte, sondern weil ich mich annehmen lernen möchte. Menschen, die zu mir kommen, sehe ich nicht als Menschen, die sich jetzt verändern wollen, sollen, müssen, wie auch immer, sondern ich sehe vielmehr, dass es wichtig ist, dass sie sich annehmen, wie sie sind. Und dann kommt nämlich das Potenzial hervor und das verändert. Das heißt, sie verändern sich selbst dann Richtung wahrer Wesenheit. Oder? Es ist dann die Selbstheilung, die kommt. Und dann können sie sich von verschiedenen Programmen, Mustern befreien. Ich habe da auch, wenn man das tut, ja. Genau. Ich habe da auch eine Möglichkeit entwickeln dürfen, das CPR, das Cosmic Programm Renewal, also, und das ist eine wunderbare Möglichkeit, um eben diese Programmierungen, Zellprogrammierungen, einmal die Programmierungen, die wir uns durch das aktuelle Leben verinnerlicht haben, auch Programmierungen, die wir mitgebracht haben aus vergangenen Leben, aber auch die, die wir geerbt haben. Und nicht nur durch das Verhalten der Eltern, sondern schlichtweg durch diese Zellteilung, wo all diese Informationen drin sind, wie man die durch Erkennen und Verstehen lösen kann. Oder dass wir Probleme erschaffen, eben zum Beispiel jetzt auf der politischen Ebene, dass durch die Provokation des Imperiums haben jetzt China und Japan, das sind Feinde normalerweise, weil Japan hat China sehr missbraucht und misshandelt. Also durch diese Weltbankgeschichten, die haben sich jetzt Entscheidungen getroffen, mit Korea endlich näher zu kommen. Das heißt, die heilen ihre Vergangenheit durch eine Drucksituation, die einfach durch die einseitige Banksystem, was die einfach sagen, nicht mit uns. Also es gibt oft, man erschafft Situationen, wo dann diese Vergangenheitsemotionen und Mentales, die mitgebracht sind, so wie auch Sowjetunion und China jetzt, ne, dass die auch näher kommen. Und man schafft Situationen, wo das einfach auch geschehen kann, aber
es lauert immer diese Möglichkeiten, das Glück. Ich glaube, und manchmal das, ein Druck hilft. Ja, ja, ich glaube, diese Möglichkeiten, also das, was auch auf der Welt geschieht im Moment, all diese Dinge sind im Grunde genommen ein Ausdruck eines Heilungsprozesses. Weil alle diese Völker, alle, auch das amerikanische Volk, alle haben diese Zellerinnerungen, diese Erfahrungen. Und ich denke, es geht darum, dass wir endlich alle zusammenkommen und nicht mehr trennen, nicht mehr verurteilen, sondern wirklich dieses Zusammenfließen und dieses Mitgefühl zu entwickeln. Jedes Volk hat Mitgefühl verdient, oder? Angefangen von Europa, so bis jetzt war immer, dass man die Polen, die Italiener, die Griechen, Glücksgefühl ist es nicht, anstatt zu sagen, Europa ist, wow, die Franzosen haben das entwickelt, Dankeschön. Die Deutschen haben das, die Holländer haben das. Aber da sagst also, du etwas ganz, ganz Wichtiges. Siehst du, was ist Glück? Glück beginnt dort, wo ein Volk sich erlaubt, wahrgenommen zu werden in seiner Schönheit, in seiner Stärke. Aber dafür muss es diese auch zeigen. Was Griechenland jetzt macht. Zum Beispiel. Und ich denke, das ist ja auch ganz persönlich so. Wenn ich beginne, mich anzunehmen, wie ich bin, beginne ich mich zu zeigen. Dann kann ich wahrgenommen werden. Aber meistens machen wir Grenzen, oder oft machen wir Grenzen, weil wir Angst haben, verletzt zu werden. Also das heißt, wir schützen uns aus Angst. Und Angst ist immer ein schwieriger Ratgeber, würde ich jetzt sagen. Aber wenn wir unseren Raum einnehmen, dann ist es nicht ein Schutz aus Angst, sondern aus Liebe. Wir beginnen zu sein, was wir sind. Was Griechenland jetzt macht, ne? Ja. Die lieben sich, einen tollen Außenminister, so Wirtschaftsminister, ja, so. Siehst du, und eben. Und wir beeinflussen jetzt uns in der Entscheidung, dass wir das auch machen könnten. Ja. Plötzlich sind die anderen auch nett. Aber ich, schau mal, ich denke, was weltweit geschieht, ist doch ein Ausdruck dafür, was bei jedem Einzelnen geschieht. Wir sind ja das Wesen dieser Menschheit. Jeder Einzelne hat Seins hineingegeben. Jeder Ahne hat Seins hineingegeben. Und im Grunde genommen ist da so unendlich viel Bewusstsein, Wissen. Da ist so viel Weisheit vorhanden und so viel gelebte Liebe, wenn wir das wieder ja, wenn wir es tun. Wenn wir es tun. Also für mich eben zum Beispiel, was ich gesehen habe, wenn wir Westdeutschland und Ostdeutschland nehmen, ne? Wenn die einfach erkennen, dass die DDR, anstatt die DDR einzunehmen, dass jeder einen Teil des Glück besitzt, ja, natürlich. Ne? Das West und Ost, ne? So Spirit und Materie, dass die eins sind, was China realisiert hat schon. Ne? Also diese Möglichkeiten, die können genommen werden oder die können auch nicht genommen werden. Und dadurch, dass der Osten einfach übernommen wird, ne, dann verpasst man den Glück. Das heißt, jedes Volk, jeder Mensch hat immer die Situation, sich für Glück zu entscheiden. Und aus irgendwelchen Ängsten, es zu verpassen, bleibt er noch fürs Leid, was auch okay ist. Aber du sagst es ja jetzt selber, es geht um das Annehmen. Ja. Es geht, glaube ich, nur um das Annehmen. Und wir sind jetzt weit gegangen im Gespräch, bis ins Globale hinein, bis in die Politik hinein. Aber wenn wir zurückgehen zur Gesundheit, zum ganz kleinen Glück, dann glaube ich schon, dass all das, was erfahren wurde, auf der ganzen Linie der Ahnen, mitschwingt in uns. Immer. Und wenn wir das lernen zu verstehen und anzunehmen und dann mit der Liebe in unserem Herzen über dieses Einheitsfeld, über den großen Geist, würde jetzt der Indianer sagen, atmen und das wirklich
übergeben, dieser Liebe übergeben. Verstehst du? Mhm. Dann löst sich das auf. Und da ich auch glaube, dass das Jenseits und das Diesseins eins sind, dass dieser Augenblick hier stattfindet und gleichzeitig alle Augenblicke, die zuvor hier stattgefunden haben, auf einer anderen Schwingungsebene, bin ich überzeugt, dass wir über die Zeiten hinweg, über die verschiedenen Schwingungsräume hinweg dieser Existenz immer wieder transformieren können, verändern können, das funktioniert, ja, heilen können, weil jeder Augenblick im Grunde genommen immer ist, weil dieser Geist ist ja, das ist ein Sein im Moment. Und darum können wir wirklich, was vielleicht vor 100 Jahren geschehen ist in einer Familie, wenn wir es zulassen, jetzt heilen, dann wird es sozusagen keine Resonanz mehr machen, keine Wirkung mehr haben. Und das Einzige, was wir mitnehmen, ist dann die Essenz daraus. Wissen, Weisheit, gelebte Liebe, Erkenntnis. Eben, wenn wir es heilen, ist nicht so, dass wir für die was Gutes tun, wir tun für uns was Gutes. Und gleichzeitig natürlich dann eben für alle. Ja. Genau. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Dann würde ich nämlich gerne eine kleine Übung machen. Wir hatten... Ja, dann haben wir noch Zeit für eine kleine Übung. Ich würde es lassen. Oder möchtest du einen Stopp machen? Und die Übung? Ja, gut. Aber ich kann die auch zusammenführen. Ja, ja. Kommst du nachher wieder hierher, weil am Schluss... Ja. Okay. Ich muss zwischendurch immer überprüfen. Gut. Okay. Dann starte ich und dann komme ich her. Ja. Dann möchte ich jetzt mit euch eine kleine Übung machen. Da geht es nur um euer Gefühl, um die Intuition und ums Zulassen und Annehmen. Und es geht darum, diese Selbstheilung anschwingen zu lassen zu irgendeinem Thema, was ihr gerade habt. Das Thema, was im Moment gerade präsent ist bei euch. Und da gehen wir miteinander einen Moment zu den Ahnen und schauen mal, was da aufgelöst und verstanden werden kann. Ihr schließt die Augen. Ich werde jetzt in der Du-Form sprechen, damit jeder ganz persönlich angesprochen sich fühlt. Du schließt die Augen. Legst deine rechte Hand auf dein Herz, deine linke auf deinen Bauchnabel und lässt einmal die Herzensenergie und die Energie in deinem Bauch zusammenfließen, ein Hin- und Herströmen von Liebe, Licht und Annehmen. Du atmest tief ein und aus und mit dem nächsten Atemzug tauchst du in deine Herzmitte
ins Zentrum dieser goldenen Lichtquelle in dir. Dieses ganz reine Bewusstsein. Und du fühlst dieser Lichtquelle nach, wie sie ihr Licht durch dich hindurchströmt, wie sie dich in deinem Körper, mit deinem Ätherkörper, mit deinem emotionalen Körper, mit deinem mentalen Bereich, deinem spirituellen Bereich und mit der ganzen Ausdehnung deiner Seelenebene und deines höchsten Bewusstseins in sich trägt, aufgenommen hat, durchströmt. Dieses liebevolle, annehmende Licht deiner Mitte strömt und strahlt wie eine Sonne. Und du bist in ihr geborgen. Es ist dein Raum. Und während du ein- und ausatmest, fühlst du, dass du diesen Raum annehmen und ausfüllen darfst. Es ist deine Herzsonne. Sie ist das größte Energiezentrum, über das du verfügst. Es ist auch das Einheitschakra. Du atmest ein und aus und nimmst wahr, wie du in deinem Einheitschakra getragen bist in der Schöpferebene, in der Schöpfersonne. Ein golden, silbernes Fließen, reine Schöpferenergie, die dir zur Verfügung steht, um dein Leben zu gestalten, um Glück und Gesundheit deinem Wesen entsprechend zu manifestieren. Du atmest im Rhythmus dieser Sonne ein und aus. Jede Zelle atmet. Jeder deiner Energiekörper atmet. Alles atmet im Gleichklang. Du begreifst nun, dass diese deine Schöpferebene, dass die Schöpfersonne, deine Herzsonne, dein ganzes Wesen getragen und zentriert ist in einem grenzenlosen, liebenden Bewusstsein, welches ich Quellsonne nenne. Es ist die Existenz, die Sonne des Lebens selbst, in der jede Manifestation, jede Schöpfung, jedes Bewusstsein getragen ist. Und während du einatmest, nimmst du die Energie, die zu dir fließt, aus dieser Quellsonne, getragen von der Schöpferenergie in dich auf, und während du ausatmest, lässt du sie in dein ganzes Wesen strömen, und gleichzeitig atmest du deine Gedanken und Gefühle, deine Gebete aus, die von dieser großen Quellebene aufgenommen und angenommen sind, im gleichen Augenblick. Sie atmet ein, was du ausatmest, nur um dir zu antworten und in ihrem Ausatmen dir die Möglichkeit zu geben, einzuatmen, was sie dir schenkt. Du atmest eine Weile ein und aus und überlegst dir, welches Lebensthema dich im Moment gerade am meisten beschäftigt. Du betrachtest dich selbst aus dieser Mitte mit diesem Thema.
du weißt, dass es da ist, weil hinter diesem Thema eine Fähigkeit da ist, ein Potenzial, welches du durch das Annehmen dieses Themas finden kannst. Du nimmst jetzt also dieses Lebensthema, egal wie es aussieht, einfach einmal an und atmest diese Liebe dort hinein. Nun bittest du deine Zellerinnerungen, alle deine Erinnerungsräume, dein ganzes Wesen dir, intuitiv zu verstehen zu geben, mit welcher Ahnenreihe es zu tun hat, väterlicher oder mütterlicherseits. Nimm den ersten Impuls einfach an. Überlege nicht, nimm an. Und nun frage weiter, zu welchem Ahnen führt dich diese Erinnerung? Nimm auch dort den ersten Impuls an. Schaue hin. Schau, was die Erinnerungen dir zeigen, was dieser Ahne gelebt hat und was er nicht gelebt hat, aber sich wünschte, es zu leben. Denke daran, dass du in deiner Herzsonne wunderbar geborgen bist in deinem Raum und gleichzeitig eins mit allem. Du atmest ein und aus, das Licht und die Liebe, die heilenden Energien, die aus der Quelle zu dir strömen, getragen durch die Schöpferenergie der Schöpferebene, getragen auch von deinem Wesen und atmest es aus bis hin zu jenem Ahnen, den du gerade betrachtest. Und du sprichst zu ihm: Ich danke dir. Ich danke dir für alles, was du gelebt hast. Und ich danke dir auch für alles, was du nicht gelebt hast. Ich danke dir für dein Sein. Denn auch durch dich bin ich in diesem Körper, auf dieser Erde. Und ich lade dich jetzt ein, durch die Kraft der Liebe und der Vergebung, dir selbst alles zu verzeihen, was du dir noch nicht verzeiht hast. Und dich voll und ganz anzunehmen, auch mit dem, was du noch nicht gelebt hast. Und ich tue das auch. Ich verzeihe dir und mir alles. Und ich nehme dich und mich an mit allem.
und atme immer durch diese Ebenen der Bewusstseinssonnen ein und aus. Sprich zu diesem Ahnen, ich nehme die Weisheit, das Wissen und die gelebte Liebe und auch die Liebe, die du nicht leben konntest, an als Geschenk, als geklärtes Erbe für mich, als Potenzial, das mir zur Verfügung steht. Zwischen dir und ihm fließt das Licht hin und her, so wie zwischen deinen Händen, zwischen Bauch und Herz, so wie zwischen der Quelle und dir. Nun geh noch einen Schritt weiter und schenke deinem Ahnen auch von deiner Weisheit, von deinem Wissen, von deiner Liebe. Denn es soll ein Austausch sein. Auch er soll über die Zeiten ein Erbe bekommen von dir, ein Geschenk. Atme hin und her. Ein und aus. Bis du siehst, dass der Ahne, den du betrachtest, in einem gold-silbernen Licht oder in der Farbe, die gerade richtig ist, aufleuchtet und sich langsam in diesem Licht auflöst und seinen Weg geht, seinen Weg der Weiterentwicklung. Und du dich selbst siehst im Licht, das gerade richtig ist für dich. Atme ein und aus. Und da du ein schöpferisches Wesen bist, sprichst du jetzt zu deinen Zellen, zu allen deinen Energiekörpern, zu allen Energiezentren, zu allen Ebenen deines Wesens. Ich öffne jetzt alle Erinnerungs- und Erfahrungsräume zu diesen Themen. Nehme die Essenz daraus, Wissen, Weisheit, Liebe, Erkenntnis. Atme es in meine Herzmitte. Und gleichzeitig strömt das Licht aus der Quellebene und der Christusebene der Schöpfersonne in diese Räume. Und diese Räume lösen sich auf. Denn du hast die Essenz bei dir und brauchst diese Räume nicht mehr als Resonanzquelle. Atme ein und aus. Übergib die Vollendung einfach der Weisheit des Geistes und des Herzens. Und geh einen nächsten Schritt, indem du sagst zu all deinen Räumen, zu deinen Zellen, zu deinem ganzen Wesen: Ich öffne jetzt jeden Erinnerungs- und Erfahrungsraum der Vergangenheit, wo alles für mich zu diesem Thema noch vollkommen in Ordnung war. Du betrachtest, du fühlst in diese Räume hinein, empfindest Dankbarkeit und nimmst auch daraus die Essenz in deine Herzmitte. Atme sie dort hinein. Dieses Glück, diese Gesundheit, diese Einheit, dieser Friede, atme es in deine Mitte. Vereine das Potenzial aus dieser positiven Erinnerung ganz und gar mit all dem anderen Potenzial
das bereits eingemietet ist. Du wirst diese schöne Erfahrung nicht vergessen. Aber jetzt ist es Zeit, auch diesen Erinnerungs- und Erfahrungsraum loszulassen, damit du frei bist für neue Möglichkeiten, damit du dich nicht an der Vergangenheit festhältst. Die Essenz davon hast du ja bei dir, als Potenzial. Damit kannst du wundervolle neue Erinnerungs- und Erfahrungsräume schaffen. Und diese Dankbarkeit hilft dir jetzt, das Licht auch in diese Räume hinein, diesen Raum dieser schönen Erinnerung hineinfluten zu lassen, wie sich dieser Raum auflöst, der Raum der Erfahrung und der Erinnerung. Und du sozusagen diese Türe loslässt, damit du einen neuen Raum betreten kannst. Was gewesen ist, war und war gut. Du bist im Jetzt angekommen und weißt, dass du alles hast, was du brauchst und dass du im Jetzt bereits dein Morgen erschaffst. Atme noch einmal und übergib auch das der Führung des Geistes und der Allliebe. Atme durch all diese Bewusstseinsebenen in jede Zelle. Teile deinen Zellen mit, durch deinen Geist, durch dein Herz, durch deine Schöpferkraft, dass sie damit neu erschaffen können, dass sie damit umgehen können. Und dass jetzt ganz andere Erfahrungen kommen können, andere Resonanzen und ein Positivkreislauf beginnen darf. Durch das Geschenk, das du angenommen hast, das Geschenk deines geistigen und emotionalen und physischen Erbes, deiner Ahnen, das Geschenk deines eigenen Erbes und allem, was du mitgebracht hast. Nimm dich in den Arm, fühle dich, liebe dich, nimm dich an. Und noch einmal Hände auf den Bauchnabel, diesmal beide. Ein- und ausatmen und verankern. Ankommen lassen und zwar bis in deine DNS. Denn nun kann sich auch deine DNS verändern. Und während das geschieht, verändern sich auch die Verbindungen in deinem Gehirn, im sogenannten Denkapparat. Und es wird andere Impulse aussenden in deinen Körper, in deine Zellen, in den Raum deiner Psyche. Du siehst, wie all die Ebenen miteinander atmen und fließen in einer Einheit. Und wie aus deinem Spiritualkörper unbeschreiblich viel Bewusstsein bis in deine Zellen strömt, weil die Zellen jetzt entspannt sind, weil dein Emotionalkörper jetzt entspannt ist, dein Gedankenkörper. Und so dein ganzes Wesen, dein wirkliches mitgebrachtes Potenzial jetzt erst annehmen kann. Und sei dir bewusst, dass dein Ahne, der mit dir gerade gearbeitet hat, transformiert hat in dieser Liebe, auch der Schlüssel ist zu allen deinen Ahnen und auch sie
zum gleichen Thema Heilung empfangen haben. Wenn du Kinder hast, haben es auch deine Kinder. Es haben auch deine Schwestern davon empfangen, deine Brüder, deine ganze Familie, ob hier auf der Erde lebend oder bereits in der geistigen Welt. Du hast einen Kreislauf zu einem Thema, bestmöglichst transformiert. Und so kannst du mit vielen Themen umgehen, im Grunde genommen jedes Thema, das in dein Bewusstsein kommt, kannst du auf diese Weise angehen. Vertraue deiner Intuition und dem ersten Impuls, der kommt. Und atme. Denn der Atem ist das Tor zum Leben, zum Geist und zur Wirklichkeit. Ich lade dich jetzt ein, dich zu strecken, zu bewegen, deine Füße zu spüren auf dem Boden. Ja. Ich sehe gerade, dass enorm viel Violett und Blau im Raum ist. Schau mal. Das ist ganz enorm. Ich höre ganz viel jetzt gerade. So ein Ton, ein Urton. Schön. Oh, schön. Ja. Ja, danke für diese große. Es arbeitet. Ja, ich spüre es auch. Oh. Dankeschön, lieber Jade. Dankeschön. Und euch auch. Für diese große Geschenk. Dank. Danke. Ja. Ich denke, das ist ja auch in etwa das, was auch du mit deiner Arbeit, mit der Intuition und dem Gesundheitsberater, also dieses eben Gesundheit leicht gemacht, finde ich sehr schön, was du gestern gesagt hast. Was du da wirklich auch ganz stark auf dieser Ebene tust. Ja, ich habe auch Bilder gesehen, die wir da noch haben. Okay. Schön, danke schön. Eine Pause möchte ich hier.